Herzlich willkommen zurück zu One Minute Minecraft, meine Damen und Herren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Projekt schon etwas andere Ausmaße annimmt, als ich es eigentlich ursprünglich vorgesehen hatte. Ich könnte, glaube ich, 10 Folgen darüber reden, was ich mit diesem Projekt alles vorhatte oder was meine Ideen waren und was alles nicht geklappt hat. Aber ich kann es natürlich auch in einer Folge zusammenfassen für euch, für diejenigen, die vielleicht nicht so die große Aufmerksamkeitsspanne haben. Was hat in diesem Projekt nicht geklappt? Alles. Nee, ernsthaft. Also ursprünglich, meine Vision von One Minute Minecraft war, dass es noch viel... Ich bin mir nicht sicher, weil ich war ja am Anfang schon ein bisschen überrascht, wie hart es ist, aber ich dachte tatsächlich, dass es noch schwerer ist. Also, dass man noch langsamer vorankommt. Ich war tatsächlich ein bisschen geschockt, dass wir so schnell in so kurzer Zeit schon das Nether-Portal und alles gefunden haben. Dennoch ist es natürlich dieses Projekt nicht gerade von Fortschritt geprägt. So ist das halt.